Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir. Wie immer vorab, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir machen heute mal wieder eine richtig schnelle Speedrunde und zwar ein schönes 10-Minuten-Gericht, Pasta-Gericht. Wurde jetzt auch wieder ein, zwei Mal nachgefragt. Ich dachte eigentlich, ich bin ja mittlerweile der Pasta-Koch, deswegen bin ich so ein bisschen abgedriftet, aber wenn ihr wieder eins haben wollt, lieben gern. Heute machen wir ein richtig klassisches, kommt aus dem alten Rom sogar tatsächlich, und zwar nennt sich das Spaghetti Cacio e Pepe, ne? Und zwar Hauptbestandteile Spaghetti, Schafskäse, Pecorino und frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. Was wir sonst noch brauchen und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So Freunde, wie gerade angeteasert, wir brauchen natürlich Spaghetti, frischen gemahlenen schwarzen Pfeffer, malen wir hier in unserer Mühle. Dann habe ich hier schon ein bisschen Pecorino gerieben und dann brauchen wir nur noch ein bisschen Salz. Und ein bisschen Nudelkochwasser, das holen wir uns nachher, wenn die Nudeln fertig sind. Und dann geht's auch schon los. So Freunde, Wasser kocht. Salz rein. Ein bisschen weniger wie sonst. Sonst, ihr wisst ja, das Wasser muss so salzig sein wie das Meer. Ist jetzt ein bisschen weniger, weil der Pecorino natürlich auch ein bisschen Salzschärfe mitbringt, wie man im Fachjargon auch sagt. Ja, Spaghetti 5 Minuten und dann geht's auch schon ab. 5 Minuten sind rum. Kippt mal ein bisschen Nudelwasser, heben wir uns auf, ich weiß eben schon gesagt habe, so 100 Milliliter. Und dann ziehen wir die Temperatur runter. Jetzt geben wir den Käse da rein, das machen wir jetzt zuerst, so. Jetzt können wir ein bisschen durchrühren und dann auch gleich Nudelwasser. Ne? Das gibt dann unsere Soße. Jetzt rühren wir hier schön durch. Schauen, dass sich alles schön verteilt, dass es schön gleichmäßig wird. So Freunde, jetzt ordentlich Pfeffer rein. Ihr tut euch selber einen Gefallen, ich habe es gerade gemerkt, es ging noch, aber macht den Käse ein bisschen nach und nach rein. Nicht alles auf einmal, dann kann er sich ein bisschen besser auflösen. Bei mir war es jetzt schon ein bisschen kritisch, aber es geht schon. Wie gesagt, tut euch den Gefallen, macht den Käse ein bisschen nach und nach. Gleich ein bisschen Nudelwasser dazu, dann habt ihr da so eine schöne sämige Konsistenz. So, würde ich sagen, geht es jetzt auch schon ans Anrichten. Kennt den Trick? Entweder nehmt eine Zange. Oder so wie ich, das funktioniert mittlerweile auch echt gut, einfach zwei Gabeln, dreht das Ganze schön entspannt in der Kelle auf, dass ihr ein schönes kleines Nest bekommt. Setzen wir hier rein, seitlich wegdrehen die Kelle, dann habt ihr hier schön euer Nudelnest. Dann ein bisschen Pfeffer drüber, so. Hier der mit der Hauptdarsteller neben dem Pecorino. So ein bisschen Käse oben drüber. So Freunde, das waren jetzt effektiv wirklich nicht mehr wie 10 Minuten. Das ist echt ein super, super einfaches Gericht. Der Käse hier, der gibt auf jeden Fall ordentlich Bindung rein. Bin ich sehr gespannt, aber gut, ich meine, die soll schmecken nach Käse und Pfeffer, ne? Aber das sollte eigentlich. Freunde, italienischer Feierabend, ja? Ein Fiasko. Wirklich geil. Schmeckt echt sehr, sehr gut. Kommt es auf jeden Fall nach. Geht erstens super, super einfach. Ihr braucht nicht viel dafür. Und es schmeckt, glaube ich, wirklich jedem. Also Freunde, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wer noch kein Abo hat, ich würde mich selber eins freuen. Und dann sehen wir uns nächste Woche auch schon wieder. Haut fleißig in die Tasten, was ihr in der Zukunft sehen wollt. Und dann kochen wir das nach. Also, mit kulinarischen Grüßen, euer Kevin.